Wir lieben Frauen, wie man sieht. Also wir haben Frauen in allen Couleurs, in allen Größen auf den Laufsteg gebracht. Besten Dank, Uli Ehrlich, für das kurze Interview heute. Was ist Sportalm? Wer ist Uli Ehrlich? Was ist Sportalm? Sportalm ist ein Familienunternehmen, seit 1980 in unserem Besitz. Und Sportalm ist etwas, das wir mit ganz viel Herzblut und Liebe zu dem gemacht haben, was es heute ist. Nämlich eine Marke, die für sportiven Glamour steht. Für all das, was auch die Stadt Kitzbühel repräsentiert, in der wir beheimatet sind. Und unsere Kollektionen zeichnen sich aus durch sehr, sehr viel Farben, durch Lebensfreude, durch ganz viele besondere Details, diese Liebe zum Detail, die man, glaube ich, auch hier im Headquarter sieht und spürt. Und ja, wie gesagt, in unserem Familienbesitz seit etlichen Jahrzehnten schon und seit diesem Frühjahr in meinem Besitz, übergeben von meinem Vater und meiner Schwester an mich. Und ich selber bin aufgewachsen in der Firma, kann man sagen. Wir haben neben der Firma 15 Jahre gewohnt. Ich bin hier schon als kleines Mädchen ein- und ausgegangen. Ich habe Sportalm im Blut. Und ja, das, was ich mache, das ist wirklich, wie man schon so schön sagt, nicht Beruf, das ist Berufung. Wir haben damals schon in die erste Produktpalette, die wir eingeführt haben, in die Trachtenmode, Farbe gebracht, knallgelbe Dirndl, wir haben indische Seide in den wirklich außergewöhnlichsten Farben importiert und daraus Dirndl gefertigt. Und so sind wir in der Trachtenmode sehr schnell, sehr bekannt und groß geworden und haben dann dieses Erfolgsgeheimnis, wenn man so will, auch auf die anderen Linien übertragen. Auch unsere Skimode, auch unsere normale Mode, die DOB, steht für expressive Farben, für Muster, ist immer sehr, sehr prägnant und auf den ersten Blick eigentlich als Sportalm erkennbar. Wir lieben Frauen, wie man sieht. Also wir haben Frauen in allen Couleurs, in allen Größen auf den Laufsteg gebracht. Wir waren, das finde ich auch immer schön zu betonen, Naomi Campbell war, wenn ich recht erinnere, 1988 das erste farbige Model auf einem Vogue-Cover. Wir haben schon vor 1988 haben wir schon farbige auf unsere Katalogtitel gebracht, weil uns... Ich weiß auch nicht, wir haben uns immer schon international gesehen und eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, sondern fanden immer schon unterschiedlichste Frauen schön und wollten das auch damit zeigen. Und ein besonderer Coup ist uns natürlich gelungen, indem wir Giusy Versace auf den Laufsteg holen konnten. Eine ganz außergewöhnliche Frau, die ich ein Jahr zuvor in Wien kennengelernt habe, als sie einen Preis bekommen hat. Für das, was sie wirklich verkörpert, nämlich wie man mit seinen Schicksalsschlägen umgehen kann und daran auch noch wachsen. Weil diese Frau, die versprüht genau das, was ich vorher gesagt habe, wofür wir stehen, die hat einen Optimismus und einen Lebenswillen. Da kann sich jeder Mensch mit zwei gesunden Beinen eine Scheibe davon abschneiden. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und sie hat gezögert, sie hat gesagt, sie hat oft schon Anfragen bekommen, auf Modenschauen zu laufen, viele auch ob ihres Namens, sie ist ja die Nichte von Donatella Versace und hat es immer abgelehnt und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass sie dann bei uns einmal zugesagt hat und dass es ihr so wichtig war, in Berlin auch wirklich ein Zeichen zu setzen. Seid ihr durch diese Einstellung so international geworden oder hat sich das gegenseitig, weil da spürt man ja, das ist ein kosmopolitisches Gedankengut hinter Sportalm. Ja, das ist es, aber ohne jetzt groß nachzudenken. Oder war das Kitzbühel, oder die Ursache? Oder vielleicht Kitzbühel, weil man hier mit Internationalität aufwächst. Man ist ja auch, wenn man in Österreich Mode macht, man ist ja gezwungen, international zu denken. Wir haben eine Exportquote von 80%, weil der Heimmarkt einfach zu klein ist. Und also wie gesagt, da war jetzt gar kein Masterplan dahinter, sondern das ist... Ich weiß auch nicht. Das ist uns einfach ein Anliegen.
ja, und dass wir alle Frauen vor den Vorhang holen wollen. Wir haben auch eine ganz tolle Gruppe von Wiener Tänzerinnen gehabt am Laufsteg, die Gold Caviar Crew. Ja, ja, ja. Die sind, obwohl sie aus Wien sind, genau, sind sie farbig und bewegen sich auch jenseits von Size Zero und haben auch mit ihrer Tanzeinlage bewiesen, dass man eben in jeder Konfektionsgröße sich einfach wohlfühlen kann und Mode schön präsentieren darf. Da eckt man schon ab und zu auch im eigenen Lande an, gell? Ja. Wenn man sich so breit und divers aufstellt. Man sollte es nicht für möglich halten, auch im Jahr 2020 kriegen wir noch böse Briefe von Leuten, die sagen, sie möchten kein farbiges Model am Cover sehen. Das ist erschütternd, aber es ist traurige Wahrheit. In den 80ern, weiß ich nicht, jetzt gibt es Black Lives Matter, diese Bewegung. Für uns war das sowieso nie Thema, aber jetzt kommt eher so ein Gefühl dazu, okay, und jetzt erst recht. Also wir werden auf gar keinen Fall damit aufhören, nur weil der oder die ein oder andere sich auf den Schlips getreten fühlt, weil wir wissen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Auf welchen Märkten kommt Sport dann besonders gut an? Weil ihr seid ja wirklich global, ich glaube in über 1400 Geschäften weltweit unterwegs. Ja. Also die Dachregion, also unsere Heimat, Österreich, Deutschland, Schweiz, die deutschsprachigen Länder sind natürlich, darf man das sagen bei der Schweiz, deutschsprachige Länder, die sind natürlich schon sehr, sehr wichtig. Da haben wir unsere lang gedientesten Stammkunden. Wir haben uns aber auch im Rest Europas sehr gut verbreitet. Wir verbuchen zurzeit wirklich sehr, sehr schöne Folge in Frankreich, wo wir trotz der schwierigen Situation mehr als zweistellig, aber mehr als 10% gewachsen sind. Wir waren schon ganz früh, als eine der ersten westlichen Labels, waren wir im osteuropäischen Markt unterwegs. Sind deshalb, ob es jetzt Russland ist, Ukraine etc., sind dort schon eine sehr gut etablierte Marke, weil das natürlich für uns ein großer Markt ist für die Wintermode. Nicht unbedingt Skifahren, das haben die auch schon seit vielen Jahren für sich entdeckt, aber einfach aufgrund der klimatischen Situation brauchen die warme Outdoor-Bekleidung. Asien haben wir erst begonnen, unsere Fühler auszustrecken. Da gibt es auf alle Fälle auch einen Markt, vor allem wird der jetzt immer größer, wenn sich die Olympischen Spiele nähern. Dann, 2022, ja. Richtig, richtig. Da wurde ja von ganz oben die Devise ausgegeben, keine Ahnung, 300 Millionen Skifahrer sollen es bis dahin sein. Schauen wir mal, ob das klappt, aber auf jeden Fall, auch dort ist es kalt, auch dort fährt man Ski. Und deswegen sind wir überzeugt, dass das ein Markt ist. Sind wir jetzt ein bisschen ausgebremst worden durch die Situation. Wir haben in Amerika auch schon gute Erfolge zu verbuchen. Gibt es so Lieblingsmaterialien von der Uli Ehrlich, mit denen sie gerne arbeitet? Also so Fake-Leder mag ich ganz, ganz gern. Ich mag auch Echtleder gern, aber Fake-Leder ist halt einfach fein in der Pflege, weil diese Jacken, man schmeißt sie in die Waschmaschine, hängt sie auf und zieht sie wieder an. Und das da ist ja eine Mischung aus? Das sind so aufgenähte, gelaserte Lederstreifen, die wir auf Tüll aufgenäht haben. Ja. Ist natürlich sehr aufwendig, wie man sich vorstellen kann. Hier haben wir unsere ganzen Buchstaben, also den Sportarm-Schriftzug quasi auch ausgelasert und aufgenäht. Das Tüll produziert ihr selber? Nein, den kaufen wir, lassen wir einfärben. Und, aber diese ganzen Bänder und Buchstaben, die müssen ja dann alle von Hand mit Nähmaschine, müssen die da aufgenäht, aufappliziert werden. Also das ist schon Handwerkskunst. In eurer europäischen Produktionsstätte? Ja, genau, in unserem Betrieb in Bulgarien. Wir sind eine der Letzten, die in Europa produzieren. Wir sind wahrscheinlich, sage ich, die Letzten, die Skimode in Europa produzieren. Mode gibt es noch etliche Produktionsstätten, aber für Skibekleidung, für wirklich funktionelle Skibekleidung, ist leider das Know-how vor vielen, vielen Jahren schon komplett nach Fernost abgewandert. Und das ist ja auch eine hohe Investition in den Maschinenpark, die man dann natürlich tätigen muss, wenn man lasern will, tapen, diese ganzen Geschichten. Das ist schon sehr, sehr speziell. Also das Know-how, um Skibekleidung zu fertigen, ist ein wirklich umfangreiches. Das können wir auch nur deswegen ableisten, weil wir hier in Kitzbühel jedes Jahr immer noch neue Lehrlinge ausbilden.
Also wir nehmen immer wieder noch junge Mädchen auf, vornehmlich Mädchen. Ab und zu, sehr selten, ist ein junger Mann dabei. Und so können wir gewährleisten, dass eben dieses Know-how, das notwendig ist zur Fertigung, dass das nie verloren geht. Gibt es noch irgendwas, was die Uli ehrlich unbedingt realisieren will, wo sie noch nicht dazu kam? Also abgesehen vielleicht vom Hotel. Ja, aber das Hotel wäre schon ein Punkt. Ja, einen Teil meiner Träume haben wir uns jetzt schon realisiert, nämlich mit einer Home Collection, die jetzt ab nächsten Sommer erhältlich sein wird. Da haben wir einen wunderbaren Partner in Deutschland gefunden, der für uns passend zur Kollektion Kissen, Decken und Bettwäsche fertigt. Also man kann sich dann auch wirklich in Sport einbetten. Und das ist sehr, sehr schön. Das freut mich sehr, weil ich glaube, dass es gut zur Marke passt und eine sehr schöne Ergänzung ist. Wir wollen unser Portfolio noch erweitern um Taschen, um Schuhe. Das sind wir gerade dabei, dass wir mit Partnern sprechen. Das muss natürlich auch langfristig geplant sein. Ist jetzt alles ein bisschen schwierig, aber das wird schon noch. Und ja, wir sind überraschend gut durch diese Krise gekommen. Wir haben natürlich Federn gelassen in den Tourismusdestinationen. Da hat man schon gemerkt, dass einfach die Laufkundschaft, die Frequenz fehlt. Wir haben aber sehr, sehr gut in unseren eigenen Geschäften und auch bei den Partnern performt. Da, wo es halt einfach viel Stammkundschaft gibt, da merkt man, dass die Kundenbindung eng ist und da kommt dann der Vorteil zum Tragen, dass unsere Kunden mehr als Kunden sind, das sind nämlich Fans. Unsere Marke polarisiert ja sehr stark. Also entweder man liebt es oder man kann gar nichts damit anfangen. Und zum Glück gibt es etliche, die es lieben und die müssen dann auch das neueste Teil haben und lassen sich auch von einem Lockdown nicht abhalten, weil dann bringt man ihnen einfach die Ware nach Hause und macht Private Shopping sozusagen mit den Kunden vor Ort. Und so sind wir sehr gut durchgekommen. Auch, glaube ich, ein Umstand, dem wir das zu verdanken haben, ist eben die eigene Produktion. Etliche unserer Mitbewerber haben starke Lieferschwierigkeiten, sodass viele Kunden gekommen sind und gesagt haben, habt ihr noch Ware, habt ihr noch was auf Lager, weil ich habe teilweise leere Flechten, XY war nicht in der Lage zu liefern. Das ist natürlich, wenn ich im Frühjahr meine Order in Asien platziert habe, wo nichts passiert ist, dann bin ich automatisch in Lieferverzug gekommen und da sind wir eben, wie Sie sagen, mit dem eigenen Produktionsbetrieb sind wir da unabhängig. Und zum Schluss, wie tut die Uli ehrlich am liebsten abschalten, relaxen? Am liebsten beim Nichtstun, beim wirklich absolut gar nichts tun. Und wo geht das am besten? Das geht zu Hause auf der Couch oder an meinem Lieblingsort, wo ich auch das Glück habe, leben zu dürfen, nämlich am Schwarzsee in Kitzbühel, der zu jeder Tages- und Jahreszeit einfach wunderbar ist. Super, vielen Dank. Ja, sehr gerne.